Natürlich arbeitet man als Designer immer mit Assoziationsketten und Ideen sprudeln immer. Und das ist halt so eine Art Spiel, ja. Heute machen wir ein kleines Experiment. Ich kriege 3 Begriffe zugeworfen. Ja, dann muss ich das irgendwie umsetzen in ein Design. Bin ziemlich gespannt, ob das funktioniert. Armbanduhr, digital und analog. Armband und Anzeige verschmelzen miteinander. Ich mache jetzt einfach mal eine Digitalanzeige da rein. Wie kriege ich jetzt das Analoge da rein? Ich drehe das ganze Ding vielleicht, ne? Das kann man ja auch machen. Also wenn das eine gewisse Gehäusestärke hat, ja, dass man auf der Rückseite eine analoge Variante dieses Teils hat, dass da dann die mechanische Variante der Uhr wäre. So würde ich das lösen.